Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich unfassbar doll. Wir haben wieder eine richtig, richtig geile Release-Woche. Schreibt auf jeden Fall hier mal in die Kommentare, was ich mir noch alles ansehen soll. Ansonsten hatten wir eben schon Elif hochgeladen, ganz frisch. Guckt euch das gerne an. Jetzt haben wir aber hier Idra, auf den ich mich sehr gefreut habe, ja. Das ist das neue Signing vom 23 Hours Label und ich habe gestern davon mitbekommen, habe mir sein Instagram angeguckt und er hat eine Hörprobe hochgeladen zu diesem Song. Ich glaube, der heißt Thermometer. Die heißt Thermometer. Und die Hörprobe hat mich 20 aus 10 gehuckt, vom Style her einfach, vom Flow, von der Stimmfarbe her und von der Atmosphäre her. Das war was Frisches, was mich an nichts erinnert hatte. So, ich habe nicht direkt gedacht, ah, okay, das ist wie das und das, sondern ich dachte, nee, okay, ey, das ist fresh einfach, das ist einfach fresh. Ich freue mich drauf, jetzt hier reinhören zu können. Selbe Sache wie bei Elif auch, das Ding ist sehr frisch raus. Das heißt, lasst gerne erstmal beim originalen Video einen Aufruf da, Support, einen Kommentar. Link dazu natürlich ganz oben in der Beschreibung und auch im angepippten Kommentar. Ansonsten jetzt Idra mit Thermometer. Ich glaube, das ist produziert von Young Mash. Und ey, ich freue mich ehrlich drauf. Also ernsthaft, ihr werdet es gleich sehen. Das ist ein Vibe, Junge, das ist ein Vibe. Young Mash, mach ist von Young Mash. Bin mit Baddies, Ice and Drinks und XXLs. Hier ein Ding, hab way too many. Alte Freunde sagen, ich kenne ihn. Neue Bros blown up my phone. Und das war das Ding, diese Musikalität, die er einfach mit reinbringt. So auf casual, auf ganz easy. Neues Girl blown up my phone. Du kommst durch ein Stein ins Rollen und denkst, du bist ein Rolling Stone. Was ist das? Was ist das? Ich fühl's. Deutsche Bank, kein deutscher Pass. Wir sind charged, auch ein Spliff im Interview wie Elon Musk. Yummy. Nice, also auch, ey, rauchen Spliff im Interview wie Elon Musk bei Joe Rogan, das Ding. Also ich finde, der vibet einfach, der Junge vibet einfach ganz, 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 ganz krass, finde ich. Spliff im Interview wie Elon Musk. Yummy. Butterflies in ihren Tummy. Wenn ich droppe, ja, dann droppe ich richtig, dann gibt's kein Zurück, das ist kein Bungee. Ja. Von Berlin bis Pristine, ja, I'm all the way up. Bin im Haus, Baby, auch da steckt das Thermometer. Okay, krass, hat heute nicht gerechnet. Er wirkt so, es wirkt so unbeschwert, es wirkt so locker und leicht für ihn einfach. Also, als ob er wirklich über den Beat so ganz easy rüberkommt und so sich alle Freiheiten nimmt. Auch gerade jetzt mit der Musikalität, die ich eben schon angesprochen habe. Krass. Auch da steckt das Thermometer. Pretty face, bad bitch, wow, sag mir, geht das? Baby, where are the dating tips? Dank mir später. Oh, auch eine geile Melodie einfach, es bleibt im Kopf. Von Berlin bis Pristine, yeah, I'm all the way up. Bin im Haus, Baby, auch da steckt das Thermometer. Pretty face, bad. Das ist auch ein Ding, das müssen viel mehr Rapper machen in den Musikvideos, in my opinion. Lasst die Models, die da tanzen, einfach den Song lip-sinken. Das hat bei Crow damals schon unfassbar gut funktioniert und es funktioniert immer noch unfassbar gut. Macht das, es ist ein Vibe einfach. Es ist ein Vibe, Junge. Man kann es nicht explain, es ist aber ein Vibe. Steck das Thermometer, pretty face, bad. Ist ein Vibe, Junge. Sag mir, geht das? Baby, where are the dating tips? Neue Tracks, komm hier mit MS. Komplett neuer Flex, Tag vom Mesh. Und wir poppen Tags, sag mir, was ist jetzt? Und sie dance, shout out Mom und Dad. Schwör, sie ist perfekt, Cash. Krass, es ist wirklich so, also das Erste, was mir da einfallen würde als Beispiel, wäre vielleicht ein Elias, ja? Ein Elias, der vor 3 Jahren war es, glaube ich, aus dem Nichts gekommen ist und auch so sehr locker, luftig, unbeschwert war. Es war bei ihm im Endeffekt ein bisschen eintönig und das hat sich jetzt ja eh verrannt mit ihm irgendwie. Aber das ist das Einzige, was mir einfallen würde, so vergleichbar. Aber dieses Gefühl habe ich gerade, wo ich denke, ey Bro, krass, wir haben einen neuen Dude am Start und das hört sich nicht nach irgendwas Copy-Paste-mäßigem an, sondern ey, der hat seinen eigenen Style und man merkt auch, der, das ist einfach er, man hört's raus. Shout out Mom und Dad, schwör, sie ist perfekt. Cash mit Rap, Jungs mit dem Gepäck. Junge, das ist ein Fact, ich brauch keine Flasche, nenn ich brauche 10. Auch diese Flow-Changes so, das ist nice. Kannst nicht zählen, wir teilen dich zu 10. Wo ist das Problem, wir kommen ins Game und flippen das Game. Okay, okay, ich würd gerne chillen, doch ich weiß nicht, was das heißt, weil ich bin so, just do it, then ich smile. Ah, nice, auch so eine kleine Prise Humor mit drin. Fühle ich immer, fühle ich immer. So, es ist eigentlich, es ist so simpel irgendwie, aber es ist so geil. Pretty face, bad bitch, sagt, wie geht das? Es ist nice. Es sind manchmal so diese simplen Sachen. Du brauchst gar nicht den krassesten Inhalt oder whatever. Es sind so diese simplen Sachen, wenn die klicken und vom Vibe her passen. Geil. Dank mich später. Von Berlin bis Pristine, yeah, I'm all the way up. Bin im
geht das? Baby, die Dating-Tipps, dank mich später. Geil. Junge, da müssen wir uns auf jeden Fall mehr anhören. Ich weiß nicht, wie viel davon schon von ihm schon draußen ist oder wie viel da schon released ist oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr. Ich freue mich auf mehr. Ich muss sagen, ersten Part fand ich stärker, oder was heißt stärker, aber hat mir vom Vibe her besser gefallen, ja. Aber ich habe einfach Bock, mehr reinzuhören, weil man merkt, der Junge hat Bock. Man merkt auch so dieses, er will uns beweisen, er will uns was zeigen, er hat Bock, Musik zu machen. Und er kann es eben auch. Es sieht so easy für ihn aus, wie er die Flow-Changes macht irgendwie. Wie über diesen Beat einfach so ganz entspannt so rüber joggt vom Gefühl her, ja. Es ist nicht so, es fühlt sich nicht geforst an, es fühlt sich einfach real an und nice. Und das ist ein locker, luftiger Vibe so. Das ist so ein, ja, ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Also für jeden, der auch so einen Vibe fühlt, der ist hier mehr als happy mit. Ich bin super gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird. Und wir werden uns auf jeden Fall mehr von Idra in Zukunft geben. Das war jetzt aber erstmal Thermometer. Und das war schon nice, Mann. Keine Ahnung. Ich freue mich immer, neue Leute abzuchecken. Ihr wisst es. Und wir haben echt super viele neue, coole Leute am Start. Deswegen freue ich mich da drauf. Geil, Mann. Ey, lasst mal auf jeden Fall eure Meinung jetzt in den Kommentaren. Da bin ich immer am gespanntesten, wenn ich so neue Leute das erste Mal sehe und die mich hooken irgendwie oder gar nicht hooken, was ihr dazu sagt. Keine Ahnung, weil ich jetzt noch niemanden über ihn habe reden hören, so deswegen kann ich das nicht einschätzen, wieso eure Meinung ist. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten schreibt wie gesagt rein, was ich mir sonst noch geben soll, was rausgekommen ist heute Nacht. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend wie immer, ja. Und ciao.